Wie haben wir uns kennengelernt? Es fängt um. Die ersten Erinnerungen daran sind irgendwie, glaube ich. Also, die Geschichte fängt an einem Abend, wo mir relativ langweilig war. Und dann habe ich bei Facebook gesehen, dass eine Band mit, ja, die ich kennengelernt hatte vor ein paar Wochen, so eine Deathcore-Band, gerade ein Video dreht in der Nähe. Und dann habe ich die gefragt, ob ich den Kaffee vorbeibringen soll, weil ich eh da vorbeifahren müsste. Es war total gelogen. Ich bin extra dafür aufgestanden und habe mich geschminkt, einfach weil ich raus wollte. Meine damaligen besten Freunde waren zusammen in der Band. Ich war nicht in der Band. Ich habe dann irgendwann den Merch gemacht. Und wir sind auf ein Musikvideo drin gegangen von denen. Ich habe halt gesagt, ey, ja, wollen wir uns da nicht betrinken auf dem Musikvideodreh? Wäre doch voll witzig. Beim Dreh angekommen, wollte dann keiner mehr mittrinken. Habe dann die Flasche Kaffeesahne-Likör platt gemacht. Es wurde dann auch immer später. Ich, um ehrlich zu sein, habe ich jegliches Zeitgefühl von diesem Abend verloren. Aber es war dunkel, wir waren in der Scheune, weil ja, die haben ja so ein abgefreaktes Death-Metal-Video gedreht. Und es war in so einem, ja, keine Ahnung, in so einem Feld am Arsch der Welt, in so einer Scheune, und die haben auch so ein Horror-Video gedreht. Hab mich so voll erschrocken, weil alle so voll gruselig aussahen und so ein blutiger Typ von der Decke hing, der irgendwie geopfert werden sollte in diesem Musikvideo. Und dann wollte ich auf ein Mädchen zugehen, das ich schon kannte, und dann sprang so ein Typ dazwischen und sagte, hallo, ich bin Kevin. Und ja, das war halt Kevin. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er total betrunken war. Also er war irgendwie der Einzige von denen, der irgendwie, ja, getrunken hat. Und auf einmal war sie da. Und ich habe sie halt nur gesehen und dachte mir, boah, die ist aber schön. Und bin halt hingegangen in meinem besoffenen Kopf und stand halt vor ihr. Hallo, ich bin Kevin. Ja, ich weiß nicht. Ich habe an diesem Abend irgendwie so 3 Stunden da verbracht, in der Zeit, bis die halt fertig mit dem Drehen waren, und habe mich mit den Leuten unterhalten, die ich kannte, und mit Kevin eigentlich gar nicht. Ich habe Kevin nur den ganzen Abend beobachtet, weil ich den sehr attraktiv fand. Also der ist mir irgendwie aufgefallen und ich fand seine Augen irgendwie voll cool. Er hat ja so voll die außergewöhnlichen Augen irgendwie. Ich glaube, weil seine Mama aus Kasachstan kommt, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Danach verliert sich das alles so ein bisschen. Es war, glaube ich, nicht mehr allzu viel los danach und ich stand eigentlich nur blöd rum, weil die alle anderen beschäftigt waren. Ich war der Einzige, der betrunken war, und ich wollte jetzt eigentlich Action Jackson, aber keiner wollte. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn die ganze Zeit beobachtet und er hat sich aufgeführt wie ein Idiot, also wirklich. Er war halt auch betrunken, aber er hat irgendwie total bescheuerte Sachen immer zu diesem Mädchen gesagt und er hat nur Quatsch gemacht, aber er hat sich so ein bisschen aufgeführt wie ein kleines Kind einfach. Aber nichtsdestotrotz fand ich ihn halt ganz schön und deswegen trotzdem irgendwie interessant, ja. Ne? Wenn man sich sowas ausguckt und so denkt, ach egal, geht trotzdem. Und dann sind wir irgendwann auch gefahren. So, ja, also wir haben an dem Abend nicht mehr viel gesprochen. Ja, und dann war dieser Abend vorbei und ich bin nach Hause gefahren und hatte auch groß nicht weiter mit ihm gesprochen. Und dann habe ich am nächsten Tag, ja, auf Facebook habe ich den gesucht und hatte meine Freundin am Telefon und weiß noch, wie ich gesagt habe, okay, nein, das geht auf keinen Fall, weil er nämlich 4 Jahre jünger war als ich. Also ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fast 22 und er war 18. Dann habe ich gesagt, okay, der ist noch jünger als mein Ex-Freund, das kann ich echt nicht bringen. Aber um ganz ehrlich zu sein, sind das so Sachen, die ich sage, aber die mich noch nie von irgendwas abgehalten haben. Und dann habe ich ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Er hat mir dann auch direkt geschrieben und wir haben so Witze gemacht und uns so unterhalten. Ich war dann aber die Letzte, die geschrieben hat. Er hat irgendwann nicht mehr geantwortet. Und dann dachte ich so, toll. Weil sind wir mal ehrlich, ja? Wenn jemand interessant genug ist, dann schreibt derjenige auch zurück. Habe ich ja den Merch gemacht für die Band, wie gesagt, und dann waren die auf dem Konzert, also die haben ein Konzert gegeben. Da, weil ich die Privilegien der Band mitbenutzen durfte, weil ich zum engen Freundeskreis gehöre, habe ich wieder eine Menge getrunken vorher. Bier und Marihuana gab es auch sonst. Und dann kam Jaco halt auch irgendwann. Die war eigentlich für eine andere Band da und dann haben wir auch ein bisschen gequatscht, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau was. Wen überrascht das? Wochen später oder so bin ich dann auf so ein Konzert gegangen. Ich bin aber gar nicht wegen Kevin dahin gegangen, sondern weil ich eigentlich einen anderen Typen von der Arbeit ganz süß fand. Ja, ich hatte Kevin schon wieder irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Der hat ja nicht zurückgeschrieben. Und ich habe ein bisschen was getrunken und dann kam Kevin irgendwann auf uns zu, auf mich und meine Freundin, und hat gefragt, ob wir noch in so eine Diskothek in Bielefeld am Abend gehen. Vielleicht kennt einer, der ein oder andere von euch das, wenn man so betrunken ist und sich dann jemanden ausgesucht hat, dass man dann auch verrückte Dinge macht, um in dem seiner Nähe zu bleiben, um seinem Ziel näher zu kommen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, der andere ist jetzt weg, dann jetzt halt Kevin.
Und dann sind wir in diese Diskothek gefahren und den ganzen Abend haben wir da rumgesessen. Ich habe mich gar nicht mit Kevin unterhalten. Ja, und irgendwann stand er dann halt auf und ging mit zwei Mädchen Richtung Tür. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wo geht der hin? Und alle haben gesagt, ja, der geht nach Hause. Und ich war aber betrunken und fand es richtig doof. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich will nicht, dass der geht. Und dann hat sie zu Kevins bestem Freund gesagt, Jaco will nicht, dass Kevin geht, hol den mal zurück. Ja, es war aber irgendwie kein besonders spektakulärer Abend. Wollte ich eigentlich gehen. Also ich war schon auf dem Weg zur Garderobe. Und dann kam Erin hinter mir hergelaufen und meinte, ey, ja, geh noch mal nicht. Und ich so, ja, aber bla. Und er meinte, ja, aber Jaco will nicht, dass du gehst. Dann habe ich gedacht, boah, das wird gleich richtig peinlich. Der sagt dann zu dem, komm zurück, Jaco will, dass du hier bleibst. Also ein Mädchen, das er überhaupt nicht kennt. Und weil ich jemand bin, der winke mit dem Zaunpfahl und sowas nicht versteht, habe ich halt auf der Hacke umgedreht, bin zurückgegangen, habe mich neben Jaco gesetzt und habe gesagt, ja, was willst du denn jetzt? Ist dann wirklich zurückgekommen. Er hat sich von den zwei Mädchen verabschiedet, ist zurückgekommen, hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, ja, was los? Ja, und es war mir super peinlich und ich habe weggeguckt und habe gesagt, hä, was denn, überhaupt nichts, und habe nicht mehr geantwortet, weil es mir so peinlich war, es war mir so peinlich. Wir sind dann irgendwann alle zusammen auf die Idee gekommen, dass wir jetzt mal alle zusammen noch zu Jaco gehen, weil Jaco hat nicht weit gewohnt vom Stereo, die hatten ihre, Jan und Erin hatten ihre Gitarren dabei, die wussten nicht wohin damit und Jaco meinte, ja, ey, das könnt ihr locker bei mir ins Auto tun und dann können wir zu mir in die Wohnung. Ich wollte den Abend verlängern, ich hatte ein Ziel. Ja, und dann haben die gesagt, ja, total cool, machen wir das so. Dann sind wir zur Garderobe gegangen und wollten unsere Sachen holen. Und dann sehe ich halt im Augenwinkel an der Garderobe, wie Kevin ein anderes Mädchen küsst. Und denke mir so, toll, verfickte Scheiße, so viel Aufwand dafür, dass das die... Wir sind dann halt zu meiner Wohnung gegangen und die anderen haben sich irgendwie an dieser Szenerie zwischen Kevin und diesem Mädchen überhaupt nicht gestört und haben sich so auf diesem Weg zu meiner Wohnung nach hinten fallen lassen, so als wäre da jetzt trotzdem noch irgendwie was zwischen mir und Kevin möglich. Und ich war halt betrunken, aber dachte so, ja, also bitte, was, also ihr wisst, was ich meine. Und dann waren wir in meiner Wohnung und das war total unangenehm, weil ich und Kevin sind ja vorgegangen und dann waren wir alleine und ich habe ihn ja zurückgeholt, dass er bleibt, aber er hatte ein anderes Mädchen geküsst und alle haben sich zurückfallen lassen, um uns so zu verkuppeln und es war mega awkward, dann zusammen in dieser Wohnung zu sein. Aber ja, die anderen sind dann halt nachgekommen und dann wird so ein bisschen schwummerig der Abend, weil es noch ein bisschen Bier gab und man dann ja auch nicht so ganz klar ist. Ich weiß nur irgendwie, dass alles so relativ dunkel war im Zimmer. Der eine hat ein bisschen Gitarre gespielt, die anderen haben gequatscht und ich saß mit Kevin auf dem Sofa und Kevin hat... Wir sind irgendwie doch dann schon uns so nahe gekommen, dass er mich irgendwie gekitzelt hat. Haben so rumgealbert. Ich habe dann angefangen, sie zu kitzeln, weil kitzeln ist halt so eine natürliche Form oder eine, ja nicht, natürlich ist es nicht, aber es ist halt etwas, da kann man sich so ein bisschen näher kommen. Und dann hat sie so die Decke über sich gezogen. Und Kevin ist dann unter die Decke gekommen und hat mich geküsst. Und ich weiß noch, dass das richtig gut war. Also das war, ich bin aus einer richtig langen Beziehung damals gekommen und das war quasi das erste Mal nach 3 oder 4 Jahren, dass ich jemanden zum ersten Mal geküsst habe. Und es war unglaublich gut. Also at this point I was like, just do it, boy. Und alle Menschen haben sich irgendwie auf dem Boden und auf dem Sofa und im Bett verteilt, um dann pennen zu gehen. Aber ganz viele Leute haben auch die ganze Nacht durchgequatscht und ich und Kevin waren auch die ganze Nacht wach und haben rumgeknutscht und geredet. Wie das halt so ist, wenn man zusammen im Bett liegt. So, ne, man versucht ein bisschen mehr. War aber vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Es war wie, wenn man sich so entscheidet, heute baue ich nur Scheiße. So ein Abend war das. Ich weiß nur, dass irgendwann morgens die Leute angefangen haben abzuziehen. Und dann bin ich halt davon ausgegangen, dass Kevin auch weggeht. Das sind ja seine Freunde und wir kannten uns ja gar nicht, außer dass wir die ganze Nacht rumgeknutscht haben. Auf jeden Fall hat er mich dann anguckt und hat gesagt, ja, ich bleib da noch ein bisschen, ne? Und man muss jetzt dazu sagen, ich hatte ja nun die ganze Nacht rumgeknutscht. Wie bringe ich das jetzt, wie sage ich das denn jetzt, dass das stilvoll rüberkommt? Es kam dazu, dass Kevin und ich eine erwachsene Pyjama-Party veranstalteten. Das verhält sich zur Wahrheit ungefähr so wie das Sandwich bei How I Met Your Mother zum Kiffen. Man kann jetzt eins und eins zusammenzählen. Und ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, scheiß drauf, ist mir total egal. Ich hatte in diesem Jahr, wo das passiert ist, so viel durchlitten und mir ging es so scheiße wegen dem Typen. Und ich habe einfach gedacht, ist mir total egal.
YOLO, habe ich mir gedacht. Genau, jetzt heutzutage gibt es sogar ein Wort dafür. Nein, vorletztes Jahr gab es ein Wort dafür. Aber ich bin dann halt auch nicht danach gegangen, wie man es normalerweise macht. So am gleichen Tag noch gegangen, irgendwann abends oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. 3 Tage am Stück bei ihr geblieben, weil ich hatte eh frei, soweit ich weiß. Ja, und danach sind wir noch die ganze Zeit in meinem Zimmer geblieben. Ich habe irgendwie eine Tiefkühlpizza gemacht, wir haben Fernsehen geguckt und mir ist aufgefallen, wie liebevoll er mit mir umgegangen ist. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich in die Küche gegangen bin zu meiner Mitbewohnerin und gesagt habe, ey, der verhält sich, als wenn ich seine Freundin wäre. Er hat mich eben die ganze Zeit auf die Stirn geküsst, während ich so bei ihm im Arm lag. Und ja, irgendwie hat er sich ganz anders verhalten, als ich das normalerweise gewohnt war von Jungs, die trotzdem nett zu mir sind, aber ich kannte das halt so nicht, wie er mit mir umgegangen ist. Ich kann das nicht genau erklären. Aber nichtsdestotrotz wusste ich ja von meiner Freundin, die auch bei diesem Videodreh war, die ihn sehr gut kennt, dass er, dass er auf jeden Fall kein Unschuldslamm ist. So könnte man das sagen. Und irgendwann ist er dann aufgestanden, hat gesagt, er müsste nach Hause, weil er am nächsten Tag Schule hat. Ich glaube, dann am dritten Tag bin ich dann irgendwann gegangen, weil ich meine, man kann jetzt auch nicht 3 Tage in der gleichen Unterwäsche. Irgendwann muss man nach Hause gehen. Und ja, ich habe dann gesagt, ja, wird doch Zeit, dass du mal gehst. Raus hier. Es war eine komische Verabschiedung, weil sie hat dann so gesagt, ja, dann geh doch jetzt endlich mal. Was natürlich nur im Scherz gesagt war, was ich damals nicht so ganz verstanden habe. Ich weiß, dass Jaco irgendwann später zu mir gesagt hat, sie hat in dem Moment nicht geglaubt, dass sie mich irgendwann wieder sieht. Auf jeden Fall ist er dann gegangen. Und dann weiß ich noch, wie ich in die Küche zu meiner Mitbewohnerin gegangen bin und gesagt habe, den sehe ich nie wieder. I did that one step. You shouldn't do, sagt man ja immer so, ne? Also, mach das nicht direkt am Anfang und bla. Ich glaube ja, das ist Quatsch. Ich glaube, wenn die Chemie passt, passt sie. Aber egal, das kann ja jeder halten, wer will. Ich habe sie dann aber, nachdem wir da, habe ich ihr dann irgendwie 3 Tage, noch nicht mal mit Absicht, 3 Tage später, glaube ich, geschrieben. Habe sie gefragt, ob sie nicht mit mir einen Kaffee trinken gehen möchte. Das läuft normalerweise andersrum, aber ich wollte sie halt kennenlernen. Und so kannte ich sie ja schon. Aber ich wollte ja mehr von ihr so sie kennenlernen. Und dann 2 Tage später kam dann eine Nachricht, und zwar, ob wir Kaffee trinken gehen wollen. Ich frage mich, ob er dieser 2-3-Tage-Regel versucht hat einzuhalten, weil ich finde es mega lang. Dann weiß ich, hat sie ja gesagt, dann weiß ich noch, das habe ich mir, wollte ich sie unbedingt ins Bernstein mit ihr gehen. Also das Bernstein ist so ein bisschen schicker. Und dann habe ich mir auch extra Geld geschnorrt von meiner Mutter, so 10 Euro, damit ich den Kaffee ausgeben kann. War aber auch eine etwas seltsame Situation, als wir dann am Bernstein saßen, weil wir kaum miteinander geredet haben. Und es war das peinlichste Date der Welt. Wir saßen im Bernstein in Bielefeld, das ist relativ schick, da kann man so über die Stadt gucken. Und ich habe die ganze Zeit die Kerze klein geknibbelt, die auf dem Tisch stand, weil wir nicht miteinander reden konnten. Ich weiß nicht wieso, es war so peinlich einfach. Für mich war das nicht so schlimm, weil ich bin sowieso jemand, der redet nicht so viel. Ich habe die ganze Zeit nervös an ihrer Kerze rumgespielt. Ich wusste nicht genau, was ich sagen soll. Ich wusste, dass ich jetzt besser was sagen sollte eigentlich, weil man das so macht, aber ich war klein und nervös. Ich glaube, wir waren beide voll nervös. Ich war voll nervös, weil wir in keinen Gesprächsfluss gekommen sind. Ich habe gedacht, das ist falsch rum. Wir haben erst eine erwachsene Pyjama-Party veranstaltet und dann gehen wir einen Kaffee trinken. Vielleicht ist es so komisch, weil es so rum ist. Und dann sind wir nach dem Kaffee trinken noch ein bisschen spazieren gegangen durch die Bielefelder Innenstadt. Ich glaube, da hat dann so ein bisschen mehr funktioniert mit dem Reden. Dann sind wir halt früher oder später wieder bei ihr gelandet. Ne? Noch auf der Toilette meine Freundin angerufen, habe so gesagt, das ist voll merkwürdig, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und dann sind wir zu mir nach Hause gegangen und haben eine erwachsene Pyjama-Party veranstaltet. Und dann konnten wir wieder miteinander reden, dann war wieder alles gut. Vielleicht ist das unser Geheimnis, erwachsene Pyjama-Partys, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, meine Mutter sieht dieses Video, Jaco, was erzählen wir im Internet? Und dann weiß ich noch, dass ich abends gesagt habe, so, ich bringe dich jetzt mal nach Hause. Es war nämlich so, dass ich diejenige war, die ein Auto und einen Führerschein hatte. Oder immer noch hat. Kann der Typ mal irgendwann seinen Führerschein machen? Ich bin wieder ein paar Tage geblieben. Dann gesagt, ich bringe dich mal nach Hause, weil du musst ja morgen zur Schule. Und dann hat er gesagt, ja, wir können aber auch einfach bei mir vorbeifahren und meine Schulsachen holen. Dann kann ich morgen von hier aus zur Schule gehen. So bin ich dann praktisch in ihr Leben getreten. Ich war dann halt einfach da. Und dann hat er wieder bei mir übernachtet. Und dann ist er geblieben. Er ging nicht mehr. Und ich dachte mir, solange sie sich nicht beschwert. Er ging einfach, er war einfach für immer da. Er zog ein. Und ich find's super, so wie es ist.
Ich weiß doch, dass ich irgendwann dann zu einer Freundin gesagt habe, so, ich glaube, der denkt, wir sind zusammen, aber ich will gefragt werden. Ja, und dann hat er mich gefragt, weil sie ihm das gesagt hat. Das ist mal so eine komische Situation, das zu machen. Aber irgendwann habe ich dann so den Mut zusammengefasst und habe sie dann gefragt, ob sie mit mir zusammen sein möchte. Ich weiß noch, dass ich mir tierisch lange Gedanken darum gemacht habe, weil ich nicht wusste, was sagst du denn? Willst du mit mir zusammen sein? Das ist so unromantisch. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich im Nachhinein gefragt habe. Möchtest du mit mir zusammen sein? Oder möchtest du meine Freundin sein oder sowas? Und das habe ich sie dann gefragt. Dann waren wir zusammen. Ja, und das ist die Geschichte. So haben wir uns kennengelernt. That's it. Seitdem sind jetzt fast 6 Jahre vergangen. Wir sind immer noch zusammen. Ich liebe sie immer noch über alles. Und bin sehr, sehr froh, dass ich das alles damals so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Jetzt rauche ich eine Zigarette und Jaco darf wieder reinkommen.